Willkommen zurück zu einer weiteren investigativen Folge Cyberpunk 2077. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz investigativ mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Spürnasen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter. Das Gewinnspiel läuft natürlich immer noch. Dafür einfach nur eine Bewertung dalassen und einen Kommentar schreiben mit dem Preis des Boostbox-PCs, auf dem wir das Ganze hier zocken, und eurem Discord-Namen. Also sehr, sehr easy. So, meine Waffen, die wurden alle rausgeworfen. Ich brauche sie wieder. Ein Power-Revolver. Klingt irgendwie verdammt sexy. Ja, Messer ist ganz witzig. Messer ist wirklich ganz witzig. Ich würde gerne mal ein Katana spielen. Oh, das klingt eigentlich ganz nice. Selten, ungewöhnlich. Der Cocktailspieß. Ich nehm's mal mit. Ja, mein Messer macht im Moment mehr Damage, aber ich will's trotzdem mal probieren. So, warte, warte, warte. Obwohl, das Ding ist schon ganz schön bösartig. Dann nehme ich lieber noch hier sowas mit. Und schon bin ich ganz gut ausgerüstet. So. Junge, pack die Knarren weg. Wir können doch nicht so auf der Straße rumlaufen, wenn das jemand sieht. Wir sind geliefert. Wir sind hier immerhin jetzt in einem feindlichen Gebiet. Denn die Tiger Claws, die sind jetzt absolut gegen uns. Ich habe Woody gekillt. Und Woody war eine mittelgroße Nummer in der Szene. Aber ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Das ist eben sehr eskaliert. Hey, du rufst tatsächlich an. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Stimmt. Und? Hast du was rausgefunden? Ich hab eine Menge rausgefunden, Puppe. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Naja, jemand, der in der Jig-Jig-Street wohnt, der wird definitiv mies sein. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie. Okay. Gut, ab in die Jig-Jig-Street. Die Straße, in denen nur Psychos und Massenmörder wohnen. Wird schwierig sein, ihn zu finden. Ich meine, potenziell ist dort jeder geisteskrank. Aber ich muss sagen, das Ganze hat wirklich sowas von so einem Blade Runner-Krimi, oder? Wir jagen durch die Stadt, suchen Spuren, alle hassen uns, alle wollen uns tot sehen. Aber wir machen trotzdem weiter. Und warum werden wir überall gefilmt und... Was ist da drüben los? Moment mal. Ich pack mal ganz schnell hier. Ja, Chinatown ist jetzt für uns Sperrgebiet. Hier werden wir gehasst. Hey, hey, wie? Warte mal kurz. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampe, was? Auf jeden. Für meine ungeschulten Ohren klingt er ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt, und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzessin. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Nun, damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Du meinst,
Es gibt noch alte Samurai-Bootlegs? Die könnten ein paar Eddies wert sein. Jetzt wechselst du auch auf den Sellout-Zug? Da kommen mir ja fast die Tränen. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadence ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Vielleicht, mein Freund. Naja, Straßenmucke ist schon geil. Ich selber spiele auch Gitarre. Leider bin ich voll raus. Also ich habe früher schon ein bisschen was drauf gehabt. Schlecht war ich nicht. Oh, wir sind ja schon da. Na gut. Hat sich voll gelohnt, nochmal in die Karre einzusteigen. Ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Clouds? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. Das stimmt, da hat er recht. Ich habe oben noch eine BC Rich. Vielleicht kennt jemand die Marke. E-Gitarre. Auch noch eine Akustik habe ich oben rumstehen. Was? Hä? Oh, hallo Schatz. Hallo Schatz? Willst du mich verarschen? Was machst du hier? Mäuschen, beruhige dich. Mach doch keinen Aufstand jetzt, bitte. Alter, die wird ganz schön rund gemacht. In deiner Haut will ich nicht stecken. Er ist hier wegen dem Essen. Nicht wahr, Johnny? Ja, Süßer. Nicht so schnell. Komm her. Oh, echt? Du stehst auf mich? Ah, aber du bist nicht mein Typ. Alter, hier liegt jede Menge Müll rum. Das ist widerlich. Der hat dich gratis gechippt. Scheiße, echt? Sie, Standardausstattung. Aber sie funktioniert. Also wollte er echt kein Geld? Überall Bitches. Okay, warte mal. Der ist mir so ein bisschen feindlich gegenüber. Wie? Kannst du reden? Geht so. Ja, dann schieß los. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für... gemeinsam... Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich habe dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schick dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Alles klar, was auch immer. Sag mal, was bedeutet eigentlich dieses Händeschütteln? Ich meine, Kuss könnte ich mir vorstellen, okay, ist wahrscheinlich eine Prostituierte. Aber Händeschütteln, heißt das irgendwie, ich krieg einen neuen besten Freund? Einen neuen Buddy? Hey, kein Shit mehr! Wen willst du hier sehen? Hey, ganz easy, Kumpel, ja? Ich komme in friedlichen Absichten. Ich suche einen Ripper-Doc, nennt sich Fingers. Wo finde ich den? Wer fragt? Und warum? Hab ein Problem mit einem Implantat. Du bist nicht von hier. Gibt genug andere Ripper-Docs in der Stadt, die dich fixen können. Fingers soll der Beste sein. Ja, der Beste für Nutten. Bist du eine Hure? Escort. Für spezielle Geschmäcker. Ich suche einen Ripper-Doc, der meine besonderen Bedürfnisse erfüllen kann. Gut. Du wirst Fingers gefallen. Lass ihn durch. Das war ziemlich einfach, oder? Ich hätte auch jeden töten können, das ist eher so meine Art. Erst schießen, dann Fragen stellen. Alright, was läuft denn hier? Joy-Toy. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen. Nicht das Licht ausmachen. Das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht. Muss ich die ganze Zeit im Keller mit blutigem Rot die Welt gefärbelt. Wenn Alter, die sind hart durch. Sind richtig hart durch. Stellt euch mal vor, hier landet ihr. In so einem Schuppen. Mit solchen Kreaturen und solchen Gestalten. Okay, irgendwelche Komponenten gefunden. Was soll das sein? Die Küche?
Bah, die ist aber echt hart widerlich. Also hier würde ich mir keinen Toast grillen. Wow, eine neue Hose. Okay, wo ist der Doc? Der Ripper Doc. Hey, fass sie nicht an! Ich hab keinen Schiss vor deinem mickrigen Arsch. Den alle Frauen vertrauen. Der kleine Fingers. Wenn du eine Forderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Und lass mich in Ruhe! Schon klar, jeder hat mal genug. Zahl mir deine Schulden zurück und du kannst dich in sonnigere Gefilde verpissen. Okay, jede Menge Joy-Toys. Sollen wir uns da einmischen? Hey. Judy ist schon hier? Du dich dir. Und ob du das tust? Hallo? Stell dich gefälligst an. 20.000. Hey, verdräge es nicht. Was hast du, wie gesagt? Pflanz dein Arsch hin und warte, bis du dran bist. Was machst du denn hier? Du kennst Fingers so gut, dass du einfach hier aufkreuzt? Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie, wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Haben die Moxes zufälligerweise auf Fingers abgesehen? Nein, wieso? Hab gehört, den Joy-Toys geht es nach einem Besuch in seiner Klinik eher schlechter. Naja, man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach oder schlag was Besseres vor. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Evelyn bedeutet dir echt viel, hm? Und wie genau bist du zu diesem Schluss gekommen? Als du wusstest, wo sie ist, warst du kaum noch zu halten. Wenn du Evelyn erstmal gut kennst, willst du sie nie wieder loslassen. Du hast mal im Clouds gearbeitet? Nicht als Puppe, als Tunerin. Zu der Zeit habe ich F, Tom und die anderen kennengelernt. Alles klar, okay, sie war nie eine Puppe, aber sie hat eben die Wartungsarbeiten gemacht. Okay, dann schauen wir mal, ob ich meinen Charme irgendwie spielen lassen kann. Weißt du, wo ich Fingers finde? Der operiert gerade an jemanden. Ist schon Ewigkeiten drin. Müsste bald fertig sein. Ey, mach dir keine Hoffnung. Ich habe schon Stunden hier draußen gewartet. Besonders, wenn er sich gleich nach dem Eingriff bezahlen lässt. Okay, Moment, okay. Okay, was ist hier los? Ich habe mehrere Methoden, Ladies. Ich kann brutal sein, aber ich kann auch cool sein. Denn ich bin verdammt cooler Mother F. Meine Freundin hier, sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise? Klar, Süßer. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal, langsam. Der ging's doch eben noch gut. Hat ihren Stolz. Lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal deinen. Los, komm, gehen wir. Mund auf. Was sind das für Geräusche? Wie sieht's jetzt aus? Besser. Irgendwas stimmt nicht. Alles ist so verschwommen. Alter, was läuft da drin? Der Gesichtsplatte was läuft da drin? Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnerven. Keine Sorge. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich glaube, wir können. Gehen wir rein? Holy shit, der Mann ist ein Metzger. Ladies, ganz ehrlich, geht da nicht rein. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Ich kann dir die Fresse polieren. Hast du eine Minute Zeit? Eine Minute? Das ist alles? In deinen hübschen Augen könnte ich mich stundenlang verlieren. Ach was, tagelang. Aber ich hab zu tun. Seid ihr Tiger Claws? Ich hab all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Oh Gott, sieht ja widerlich aus. Mox, sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlabbert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann
Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Alter. Auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Evelyn Parker, ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Okay, ich musste eben gerade ganz kurz cutten, weil jemand an der Tür mal wieder war. So, du kleiner Perversling. Also, eigentlich hast du hart auf die Fresse verdient. Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Okay, du kleine Made. Du denkst wirklich, ich bin ein Idiot. Setzen, cool und ruhig bleiben, macht drauf geschissen. Und jetzt such in deinem Gedächtnis nach Antworten. Sonst sorg ich dafür, dass du mein Gesicht nie vergisst. Zwei Beefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte. Geht das ein kleines bisschen genauer? Ich will Details, verdammt. Welches Studio? Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Hey, nur weil ich ihn jetzt ein bisschen härter angepackt habe. Ah, das kann er abhaben. Der steht doch darauf. Hey, du. Fingers. Nimm's nicht persönlich. Ich bin halt sensibel. Judy. Ist Judy jetzt wirklich angepisst, weil ich ihn ein bisschen angepackt habe? Hast du Mitleid mit dem Typen? Nicht dein Ernst. Hey, Judy. Ich hab sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas? Egal wie unwichtig es scheint? Hör zu. In dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssen das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön, deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City, eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Na also, wir sind wieder im Rennen. Geht doch. Lass mich einen Moment nachdenken. Wollen wir uns umsehen? Oder machen wir direkt hier Darknet? Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Hey, ich bin gut im Buddeln. Ich bin verdammt gut im Buddeln. So, wir können uns trotzdem hier ein bisschen umhören. Also. Was haben wir hier? Datenterminals. Willst du uns abzocken, oder was? Scheiße, nein, ich will hier niemanden abzocken. Alles easy. Okay, was haben wir hier? Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir. Das bedeutet du und ich. Flash of Night City. Okay, was haben wir hier? Puppenhäuser. Nachtleben. Erst, was mir zusteht. Brain Dances. Jig Street.
einloggen. Okay, was brauche ich im Moment? Ich brauche E9 BD. Warte. Moment. Puffer 1C. BD, E9. Moment, 5. E9. BD. 5. Alles klar. So, was haben wir hier? Ich habe irgendwas Neues gefunden. Eingeloggt. Okay, wurde da eben gerade jemand kalt gemacht? Ach, was zur Hölle. Was für eine Drecksstadt, oder? Aber für ein bisschen Leichenplündern bin ich immer zu haben. So, was ist das hier? Gib mir mal den Aufzug. Hey Johnny, ich habe eine Weile nichts mehr von dir gehört. Okay, wo wollen wir denn hin? Wir sind gerade hier. Wollen wir nach oben? Wollen wir nach unten? Ich glaube, wir wollen nach unten ins Lager, verdammt. Johnny, ein bisschen Hilfe könnte ich von meinem alten Kumpel Johnny mal schon ganz gut gebrauchen. Immerhin stecken wir beide da zusammen drin. Okay, wer ist der Schnöse? Lenny Nero. Dealer. Ich komme ein andermal wieder. Ja, besser so. Also, Kumpel. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Du siehst verdammt schnöselig aus. Ich suche BDs. Der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einem Feinschmecker zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich! Ich bin kein Feinschmecker, glaub mir. Ja, klar. Ich muss nur wissen, wer sie macht und wo. Hör zu, ich verkaufe das Zeug nur. Ist ein netter, ruhiger Job. Rück Eddies raus, dann kannst du dir was aussuchen und von mir aus analysieren. Ganz harter, ha? Wo hast du die Aufnahmen her? Die Leute, die sie machen? Besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich? Okay, was haben wir hier? Na, sieh mal einer an. Eine Schallplatte, gewöhnlich. Warte mal, ich kann dir hier mal meinen ganzen Junk verdudeln und dann zeig mir mal hier deine Ware. Todesmotte. Das ist das Einzige mit der Todesmotte. 1000 Eier willst du dafür. Legendär. Frittierte Todesmotte. Kranker Scheiß. Klingt irgendwie heftig. Ha, davon kann ich mehrere hier kaufen. Alter, warum hast du denn so eine rituelle Schale dabei? Was läuft denn bei dir? Aber wenn ich schon mal hier bin, du kannst meine ganzen alten, schrottigen, brauche ich nicht mehr Waffen haben. Ich habe davon so viele. Bitteschön. Und die Klingen kannst du eigentlich auch haben. Cottonmouth. Okay, das Messer behalten wir. Katana haben wir hier schon eins. So, ein bisschen Geld gemacht, ein bisschen Geld ausgegeben. War mir ein Vergnügen. Ja, das glaube ich dir, du Halsabschneider, du Verbrecher, du Elender, du Parasit. Dafür raube ich dich hier noch aus. Krankes Schwein. Okay, wir haben, was wir brauchen. Wird Zeit für einen abgedrehten Braindance. Und ich glaube, der wird diesmal wirklich richtig verdammt heftig. Johnny, hier lungerst du immer noch rum. Du magst den Müllgeruch. Bist selber so ein ranziger Typ und stehst irgendwie auf den Duft von frischem Müll.
Komm her und lass mich mal lecken. Steig an. Netter Ben. Gibt's auch Süßigkeiten drin? Davy. Lass mich alles vorbereiten. Aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Oh mein Gott. Neue Abgründe, ha? Huh? Oh shit. Okay, machen wir kurz Pause und wir gehen mal hier in den Modus. Wie? Editiermodus ist bereit. Seh dich in aller Ruhe um. Arme Sau. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Okay, was haben wir hier? Ebene wechseln. Nein, wir bleiben mal in der Ebene. Irgendwas übersehe ich hier gerade. Wir haben die beiden hier. Aber hier in der Ebene gibt es ja irgendwas richtig Dickes hier drüben. Was ist das? Was ist das? Wenn du nichts Nützliches siehst, bestellt. Versuch die Ebene zu wechseln. Okay. Weiter geht's. Hier gibt's irgendwas Neues. Wer ist das hier? Electric Corp Logo auf den Overalls. Ich dachte eben gerade, es wäre so ein kleinwüchsiger, perverser Mann. Aber nein, das ist nur ein Overall. Okay, irgendein Typ wird hier auf den Stuhl geschnallt. Na, Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedis drehen und nicht nur Leute ausweiden? Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Bucke-Slice. Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. EC hatte mal ein... Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Bucke-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, haben wir alles? What the hell? Was haben die mit dem gemacht? Alter! Heftig. Ich glaube, die haben sein ganzes Gesicht weggebrannt. Wir gehen mal ganz kurz in den Wiedergabemodus. What the hell? Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Und dafür habe ich 1000 Mücken ausgegeben. 1000! Für so eine Info. Böse Mann. Los, richtig, wir müssen richtig dahin. Böse. Ja, fahren wir zusammen? Klar. Okay, auf geht's. Dann mal los. Gib Gummi, Judy. Gib Gummi. Ich find's schade, dass das Spiel immer so viele Bugs hat. Irgendwie die Dialoge überlappen sich. Auf einmal ploppt die Welt auf. Aus der Todesmotten-Virtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Das ist krass, Mann. Du hast recht, das ist ziemlich krass. Obwohl ich das Video jetzt nicht so wahnsinnig heftig fand. Hab mir irgendwie Schlimmeres vorgestellt. Im Endeffekt haben sie einem Typen das Gesicht weggelötet. Von innen. Okay, ist schon irgendwie übel. Wahrscheinlich bin ich abgestumpft. Gut, ich geb's ja zu. Ich bin emotional kalt. Zu viele Videospiele. Gewaltfilme und was weiß ich. Okay, wie lange dauert das, bis wir hier sind? Wir könnten auch die Reise überspringen, aber ich habe Angst, dass Judy vielleicht noch einen kleinen Talk mit uns haben will.
aber anscheinend nicht. Ha. Das Radio könnte ein bisschen lauter sein, oder? Ein vollautomatisiertes Militär in der Schweiz? Das ist keine gute Idee. Ich meine, welches Land würde wirklich sagen, okay, unsere komplette Militärgewalt gehört jetzt einer KI? Also ich weiß nicht. Ich halte das für sehr, sehr kritisch. Ich meine, wir haben ja alle hier Terminator gesehen oder Horizon Zero Dawn. Irgendwann dreht vielleicht die KI durch. Ist außerhalb der Kontrolle der Menschen. Was machst du dann? Ich meine, was machst du dann? Wenn auf einmal die KI am Drücker ist und du sie auch noch so programmierst, dass sie sich selbst unendlich versorgen kann. Ich meine, Horizon Zero Dawn hatte eine heftige Story. Und die KI hat alles, was Biomasse ist, einfach umgewandelt in Energie. Und da wären und Ressourcen. Wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was habe. Alles klar. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Okay. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Alles klar, Judy. Du hast ganz schöne Balls. Cojones. Ich schieß mich da einfach durch. Okay, ein Tor. Durch das wir nicht durchkommen, weil wir nicht genügend Gewaltpunkte haben. Was ist das hier? Und wir haben nicht genügend Technik. Also brauche ich eine akrobatische Lösung für den ganzen Schmuddel hier. Okay, ganz easy. Gehe zum Haupteingang. Warte mal. War hier nicht noch ein interessanter Nebeneingang? Also hier bin ich auf jeden Fall in einem Sperrgebiet, oder? Oder auch nicht. Nein, eigentlich bin ich in keinem Sperrgebiet. Ich kann mich hier frei bewegen ohne Stress. Chill, ich hab Pause. Ey, Moment. Haben die mich jetzt wirklich gesehen? Habe ich in die Mülltonne? Bin ich taub? Ich muss mich da wieder durchschießen. Judy! Es wird Leichen geben, Judy. Es wird höchstwahrscheinlich Leichen geben. Feigling, versteckst dich wie so ein Baby. Geh weiter. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Wir machen nochmal hier eine Ablenkung. Ah, komm schon. Okay, wir machen Action. Ich vergieß mal wieder Blut. Ich wollte eigentlich hier wirklich... Ja, ja, mir geht's gut. Keine Zeit hier rumzuschleichen. Das ist mein Business. Wenn ich eins gut kann, dann Waffengewalt anwenden. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Pazifist bin. Warum ist der Kollege hingefallen? Hey, Kleiner! Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Ich meine, wir haben keine Zeit. Immerhin geht es um Leben und Tod, oder? Alter, die habe ich schön zerrissen.
Na, so geht doch. Alright, ein Weg nach unten. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. So, hier noch ein bisschen Loot mitnehmen. Dankeschön. Das nehme ich auch mal mit. Munition wäre sehr, sehr lecker. Alter, wie ich den zerrissen habe. So viel zum Thema. Es gibt keine Gewalt in dem Spiel. Wer hat denn hier noch einen Katana? Au. Au. Ich bin gerade am Überhitzen. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Da kommen sie. Bin da. Okay. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Guck mal, ich bin so ein Gentleman und warte. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich. Wie, was, wie, wo, was hörst du? Was höre ich? Ich höre gar nichts. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Vorsicht, hier haben was gehört. Kein Problem. Wir müssen in den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Schleich könnte sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber du. Oder nicht. Okay, warte mal, die Kamera ist aus. Oh, da gibt's aber was Leckeres. Was haben wir denn hier so? Alter, die Kamera läuft wieder. Gut, wir machen... Ich will den Loot. Ich hätte einfach jetzt hier vorbeigehen können, aber ich will den Loot. Ich will mal einen Katana sehen. Alter, ein Katana macht Bock. Stoi! Katana ist nice. Klar haben die was gehört. Du siehst doch, dass sie auf uns schießen. Hey, es geht um Leben und Tod. Alter, die Knarre ist geil, Mann. Oh oh, ich wollte eigentlich nicht nachladen. Sorry. Ich nehme alles mit. Hier war was Lilanes. Lila Knarren, immer gut. So, die Lady ist tot. Ich wette, hier können wir eine Menge, Menge Zeug mopsen, wenn wir wollen. Wow! Judy, sag doch was! Schwere Waffe, ich nehm's mal mit. Wie ein erster Champ! Geh weiter. So, den hätten wir auch. War hier noch jemand? Ich meine, ich hab nicht sonderlich viel Mitleid mit dem. Echt jetzt? Was denn? Du meinst, weil der noch lebt? Gut, hier, bitteschön. Keine Zeugen. Gute Einstellung. Verdammt gute Einstellung. Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Alter, wie ich ihn nicht treffe. Wie ich ihn nicht treffe. Alter, warum verzieht dieses Ding so heftig? Ah, der liebt mein Blei. Okay, der ist erledigt. Heilige Kacke! 901 Damage. Oh, ich hoffe, sie ist noch am Leben. Ey, der Revolver ist ja so biestig. Und wir haben hier drüben eine Verbrennungsanlage. Gute Nacht. Kleiner Scheißhaufen. So, ich nehme hier mal alles mit. Na gut, jede Waffe muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Oh mein Gott. Okay. Toter Netrunner.
Ah, du machst mir das Leben schwer. Was haben wir hier noch Nettes? Okay, wie komme ich da drüben rein? Oben rum? Oder hinten rum? Hier stapeln sich die Leichen. Ich meine, wir machen hier was Gutes. Wir machen hier definitiv was Gutes. Oh, hier kommen wir nicht durch. Die Tür nicht auf. Gibt es hier irgendwo vielleicht eine Schaltfläche? Irgendwas, mit dem wir das Ganze hier aufmachen können. Hier kriege ich nur jede Menge Komponente. Knarre. Noch mehr Knarre. Schauen wir mal hier oben. Aha! Das könnte mir doch helfen. Okay, damit hätte ich alles sprengen können. Wie geil ist das denn? Nope, das bringt mir nichts. Oder vielleicht doch? Nein. Das ist nur das Überwachungssystem und hier kommen wir halt ins Netz. Was bist du? Stressball. Nein! Zurück Information! Du bist alleine, Puppe. Ich muss nur einen Weg da hinten reinfinden. Warte mal, hier oben. Okay, die geht jetzt auf. Nice. Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Sehr gut. Ich glaube, das war der Raum, wo stehst eher auf die harte der Braindance gedreht wurde. Ich bin eher so der Mann für die harte Tour, ja. Das hast du richtig erkannt, Judy. Okay, Judy. Bleib wachsam. Na, komm rein. Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch, F. Okay, können wir hier ran oder übernimmt das Judy? Das übernehmen wir anscheinend. So, Nachrichten. Was habe ich hier? Habe Strom, Strom. Lokales Netzwerk. Überwachungssystem ist offline. Okay, was haben wir hier? Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an. Oh mein Gott. Schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Johnny? Sag Bescheid, bevor du es raus. Alter, was zur Hölle? Gleichzeitig die Verbindung. Okay. Okay, dann mal los. Oh, verdammt. Okay. Oh, verdammt. Mach dich bereit. Und? Jetzt! Oh, verdammt, die Arme. Alter, was haben die nur mit dir gemacht? Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst? Ich wollte es auswählen. Ist ja schon gut. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Die tut mir echt verdammt leid. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Oh, Evelyn, es tut mir echt verdammt leid. Wirklich. Ist schon ein Horrorloch hier unten. Stellt euch mal vor, ein Mensch, den ihr kennt, wäre in so einer Situation. Ich würde jeden da unten umbringen. Wäre mir doch scheißegal. Es sind Monster, es sind Tiere. Da braucht man kein Mitleid. Komm schon, ist doch nicht so schwer.
Bitte, nur eine. Für mich. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife! Gott, Johnny! Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Ah, shit! Ach komm schon, Johnny. Machen wir jetzt hier einen Bitchfight? Weiß eigentlich Judy, was mit uns los ist? Nee, ne? Wir haben es ja noch gar nicht erzählt. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du's weißt. Ich muss mit ihr reden. Hör zu, ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Aber das kannst du im Moment vergessen. Sie ist völlig am Ende. Boah, willst du mich verarschen? Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Wie viele BDs konntest du runterziehen? 2. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Okay, komm, Leute. Schon, wie? Ihr wollt Antworten, die kriegt ihr in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!